Ihr seid unversehrt. Sehr gut. Ich habe die geheilten Truppen über die Situation aufgeklärt und sie umgehend zu eurer Unterstützung entsendet. Offenbar haben sie euch noch rechtzeitig erreicht. In der Tat. Durch ihr beherztes Eingreifen wurden viele Leben gerettet. Und doch konnten wir nicht allen helfen. Ihr müsst Lucia Junius sein, die Kommandantin des Ilsabad-Korps. Gestatten, Fourchenot Leveilleur vom Rat der Philosophen Charlayans. Es ist mir eine Ehre. Erlaubt mir, euch über die aktuelle Lage zu informieren. Verstehe. Wir haben es also tatsächlich mit dem Ende der Welt zu tun. Sicherlich fühlt es sich gerade wie ein herber Rückschlag an. Aber es war die richtige Entscheidung zu evakuieren. Es hätte nur zu weiteren Verlusten geführt, hättet ihr eure Stellung mit aller Gewalt verteidigt. Im Zentrum Galemals wurden ebenfalls groteske Bestien gesichtet. Immerhin halten sich ihre Zahlen in Grenzen, da sich kaum mehr Überlebende in der zerstörten Stadt aufhalten. Maxima führt die verbliebenen Truppen des Korps gerade dorthin, um den Rest der Bestien unschädlich zu machen und die Evakuierung der übrig gebliebenen Bewohner zu leiten. Ich möchte um die Unterstützung der kaiserlichen Truppen bitten, sobald alle Luftschiffe gestartet sind. Vertraut ihr uns dafür denn genug? Wäre ich um einen Hinterhalt eurerseits besorgt, hätte ich euch nicht gen Bund der Morgenröte ziehen lassen. Das Ende der Welt wiegt schwerer als alte Feindschaften und jede Hilfe ist willkommen. Wir mögen unterschiedlicher Abstammung sein, gar gänzlich andere Ansichten haben, aber im Moment kämpfen wir alle für dasselbe, für eine Zukunft. Selbstverständlich werden wir helfen. Wir haben geschworen, die kaiserliche Hauptstadt zu schützen. Ich selbst werde mich nun wieder meinen Obliegenheiten zuwenden. Ich danke euch allen erneut für Kooperation und Beistand. Bitte, einen Moment noch. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Es tut mir leid, mein Sohn, aber wenn du mich nun für eure Pläne rekrutieren möchtest, werde ich dir diesen Gefallen abschlagen müssen. Nein, das ist es nicht. Ich möchte lediglich eine Erklärung. Zu Shalayans großem Exodus, die Flucht von diesem Planeten. Ich möchte den Plan in seiner Gänze hören. Kannst du mir denn versprechen, dass du es beim Zuhören belässt und keine Bestrebungen unternimmst, uns zu hindern oder aufzuhalten? Ja, das verspreche ich. Hätte mir ein anderer ein solches Versprechen gegeben, wäre ich zweifelsohne misstrauischer. Aber du hast in deinem Leben noch keines gebrochen.
Ich werde deine Bitte dem Rat vorlegen müssen. Sobald eine Entscheidung getroffen ist, lasse ich Nachricht an Baldesions Gelehrte schicken. Ist das akzeptabel? Mehr als das. Vielen Dank. Das lief gut. Kehren wir nach Alt-Schalayan zurück. Ich bin schon gespannt, was du uns vom ersten Splitter berichten wirst. Zu viel. Viel zu viel. War nervenaufreibend. Was? Hast du das auch gerade gehört? Nö. Selbst wenn der Mond mit Gleißen birst, kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Ah, der sich jetzt seine Armee dazu packt, oder was? Anzutreffen. Pudding, Pudding! Wir haben uns lange nicht gesehen, Freunde. Wie ihr seht, hat mich unser Gestirn seit eben wieder. Orange, was machst du? Pudding! In der Tat wird es wohl nicht mehr lange brauchen. Und die eisige Hand des Todes wird mich dahingerafft haben. Alter, zieh dir was an, Junge! Deshalb lasst mich schnell erklären, warum wir hier sind. Living Way! Keine einzige Seele ist nämlich zu uns auf den Mond geflohen. Und das... obwohl wir den Anfang des Endes beobachtet haben. Ja, also das war so. Wir haben auch nichts davon gehört, dass die Evakuierung abgesagt wurde und nun gar nicht stattfindet. Vielleicht gibt es Probleme mit den Vorbereitungen zur Abreise, dachten wir. Ja, Papa, ich auch. Wir wollten helfen kommen. Bah! Mein Stuhl. Außerdem hat Orange so sehr von Eteris geschwärmt, dass wir den Planeten unbedingt mit eigenen Augen bestaunen. Ich roll schon wieder. Richtig. Bevor der Planet endgültig hops geht. Pudding, echter Pudding, nicht Orangés. Lang ersehnter Pudding. Mein Herz verzehrt sich nach dir. Hey, ihr raubauzigen Rüben. Kein Fünkchen Anstand in den langen Löffeln. Gib mir Pudding. Ja! Pudding! Ich will Pudding. Ja, Pudding! Wie auch immer die Entscheidung der Bevölkerung des ausfallen wird. Ich liebe alle. Wir sind hier, weil wir helfen wollen. Heidelin schuf uns aus ihrer unbändigen Liebe zum Leben und dem Wunsch, es zu schützen. Demnach ist es nicht nur unsere Pflicht, euch zu unterstützen, wo wir nur können, sondern vor allem ist es unser größtes Vergnügen. Vom fernen Mond aus gestaltet sich das aber schwierig. Wie sollen wir je verstehen, was ihr fühlt, denkt und braucht, wenn wir so weit von euch entfernt sind? Je mehr wir uns mit Orange unterhielten, desto schmerzlicher wurde uns das bewusst. Bitte lasst die Idee einmal durch euren Kopf hopsen. Erlaubt uns zu lernen, euch zu verstehen und euch zu helfen, wo auch immer ihr auf Probleme stoßt. Der Bogen passt nicht zum Outfit. Verzeiht, aber handelt es sich bei diesen Wesen um... Jopp. Aber ganz gewaltig. Ah, Meister Fourchenot. Es ist lange her. Sie sind die Helfer Heidelins. Diejenigen, die ihr eure Unterstützer auf dem Mond nennt. Sleeping Way ist mein Favorit. Ich hab keinen Favoriten, ich finde sie alle toll. Wie aufregend, euch endlich ich liebe sie alle.
Ich möchte nur ein Zuhause haben. Die rechte Hand Heidelins. Verstehe. Ich und der Rat der Philosophen heißen euch und die Euren herzlich auf unserem Planeten willkommen, ehrenwerte Living Way. Living Way. Ihr lagt mit eurer Einschätzung in der Tat sehr richtig. Final Fantasy 4 Hype. Wir wären hoch erfreut, wenn ihr mit uns nach Schalayan reisen und euch der Sache annehmen würdet. Final Fantasy 4 Hype. It's coming. Während ihr um das Gestirn kämpftet, bemühte ich mich um den Mond als letzte Rettung. Dieser Pflicht habe ich mich noch nicht entbunden. Doch als es die Loporit nach unserem Planeten sehnte, tat sich eine Alternative vor mir auf. Und ich folgte meinem Herzen. Wir lassen den Mond saus und sterben alle? Wir gehen liebevoll mit Zenos in den Sonnenuntergang. Ich danke dir. Allein euch alle in guter Gesundheit zu sehen, bestärkt mich in meinem Entschluss. Während die Loporit in der Obhut des Rates der Philosophen verweilen, würde ich mich euch gern wieder anschließen. Bis gleich, Luna. Bevor sich Orianger in seinem Gewändchen auf den Tod holt. Mir klappern inzwischen auch die Zähne, wenn ich ehrlich bin. Mir klappern die Zähne, wenn ich den sehe. Keine Sorge. Mit derart vielen Loporit an Bord wird das Innere des Luftschiffes sicherlich lauschig warm. Das sagt man zu uns wie Quoten nicht. Und bewege ich mich? Pudding Way. Ah, was war schon los? Schon überrascht über die Erscheinung der Loporit? So wird er zweifellos auch über ihren enormen Wissensschatz verblüfft sein. Wir wollen zuerst das Gespräch mit dem Rat suchen, da überlasse ich sie seiner Obhut. Derweil sollen wir in Badesiens Annex unsere neuesten Erkenntnisse austauschen. Es ist eine Weile her, seitdem zuletzt so viele von uns im selben Ort zusammenkamen, nicht wahr? Nun denn, es ist Zeit aufzubrechen. Jo. Wo muss ich ganz hin? Ach, da. Jetzt kriegen wir hin. Oh, arme Luna. Es kann halt nicht immer alles wichtig sein, ne? Du musst da auch noch durch. Ja, natürlich muss ich da auch noch durch. Aber ich glaube, ich habe da nicht so ein großes Problem mit. Schätze ich einfach mal. Ich will Story und kein Werbe-Millionär. Aber das ist doch Story. Das gehört zumindest zur Main-Story dazu. Über meine Nachforschung zum Sterngrund habe ich einiges... Ah, lol, warum... Ah, ich habe vergessen, dass sie da mitredet. Na egal. Okay, gut. Ich würde gerade sagen, so, hä, warum bewegt sich das denn weiter? Es wird doch gar nicht gesprochen. Ja, okay.
Habe ich den eigenen Abschied eben verpasst? Auch okay. Oh, bin eh zu voll zum Lesen. Das bedeutet also, am Ursprung der letzten Tage steht eine Kraft, die man Dynamis nennt. Und du sagst, es sei eine von Emotionen geleitete Kraft. Das erinnert mich stark an das Akasha, von dem Nidana uns erzählte. Für gewöhnlich verhält sich Akasha ruhig und liegt still da wie ein See. Bekommt es aber einen aufbrausenden Gedanken zu fassen, entsteht dieser See so reißende Wellen, dass diese selbst den Äther unterdrücken können. Also versucht irgendwer da draußen mit Hilfe des Dynamis das Ende unseres Gestirns herbeizuführen. Jemand namens Meteon? Meteon, glaube ich. Oder aber der ihr innewohnende Groll, der von der Verzweiflung vergangener Sterne genährt wurde und unaufhaltsam wuchs. Hoffnungslosigkeit, Hass und Leid aus jedem Winkel des Universums. Darum formt sich das Dynamis zu einem reißenden Maelstrom, um Aetheris so in den Abgrund zu ziehen. Maelstrom schön und gut, aber ich höre hier vor allem eines heraus. Es gibt keine ominösen Katastrophe mehr, an der wir uns den letzten Stumpf stechen. So. Nein, jetzt haben wir es mit einem Feind zu tun, der einen Namen hat. Und Feinde lassen sich bekanntlich zu Fall bringen. Ließen sich alle Probleme doch nur mit einer scharfen Lanze lösen. Selbst wenn wir die letzten Tage mit einem Sieg über Meteon abwenden könnten, gibt es zwei entscheidende Dinge, um die wir uns davor kümmern müssen. Zunächst gilt es, ihren Aufenthaltsort herauszufinden. Die einzige Person, die uns dieses Wissen vermitteln kann, wäre Vinard, oder besser gesagt Heidelin. Denn wie Eldaria sagte, markierte sie Meteon vor ihrer Flucht mit einem Zauber. Wir wissen zwar nicht, ob Heidelin und die Vinard, der du in Elpis begegnet bist, ein und dieselbe Person sind, doch werden wir eine Antwort darauf wohl nur bei ihr finden. Außerdem ist es durchaus möglich, dass Heidelin jetziges Ich keinerlei Absicht hegt, Meteons Versteck an uns zu verraten, auch wenn sie es wüsste. Sie war schließlich die den weißen Mond erschuf und Shalayan die letzten Tage prophezeite. Was glaubst du, ob Heile in die Verfolgung Meteons mittlerweile aufgegeben hat? Nein. Aber ich will mal kurz nochmal mal entdecken. Kalt. Sehr kalt. Mehr nur als kalt. Oh Gott. Wer hat sich den Winter ausgedacht? Oder den Herbst? Das denke ich auch. Denke ich auch. Wäre dem so, hätte sie nicht darum gebeten, meinen Körper erneut zu übernehmen oder mir gar die Elpisblume als Fingerzeig zu vertrauen. Schon den ganzen Tag, oh Gott. Wenn ich bloß an Schnee denke, friere ich. Bei uns hat es jetzt aber auch 2 oder 3 Mal schon geschneit, aber Gott sei Dank ist er nicht liegen geblieben. Ich bin kein Fan von Schnee. Schnee ist so das Ekelhafteste, was es gibt. Neben Spinnen. Nein, ich glaube, sie wartet. Besser als Regen. Ganz ehrlich, ich habe Regen lieber. Ich habe Regen deutlich lieber. Vor allem im Frühjahr oder im Herbst den Duft von Regen. Es gibt nichts Geileres als den Duft von Regen. Nee, Schnee ist einfach furchtbar. Schnee ist einfach nur furchtbar. Nass, kalt. Nee. Und rutschig. Vor allem rutschig. Bei uns ist schon die Warnung. 5 cm sollen kommen. Oh, kalt. Auf uns oder vielmehr darauf, welchen Pfad wir letztendlich wählen werden.
Istula, du sprachst von einer zweiten Sache, die wir zur Bekämpfung von Meteon bräuchten. Richtig, und ohne diese kommen wir gar nicht erst vom Fleck. Wir müssten eine Methode finden, mit der wir zum Meteon vordringen können. Da wir allerdings keinerlei Ahnung haben, wohin der Weg uns führt, brauchen wir uns darüber aber auch noch nicht den Kopf zu zerbrechen. Gut, konzentrieren wir uns also auf den Punkt 1 und die Sache 1 und die Suche nach Heilin. Gaia, mit Glöckchen, ohne Glöckchen oder mit Plüsch? Wie sieht es mit deinen und Matoyas Nachforschung über den Sternengrund aus? War klar. Ich muss euch leider enttäuschen. Nicht einmal den Tränen der Kraft des Transzendierens ist es gelungen, Kontakt mit Heilin aufzunehmen. Ihre Stimme ist nicht mehr im Antiturm zu vernehmen. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich das da gerade richtig gelesen hatte. Einmal. Ein Öhrchen. Und das zweite Öhrchen. Ich muss, das hatten wir ja gerade. Oh Mann. Matoya ist jedoch der Ansicht, dass der Rat der Philosophen etwas Wesentliches zu verbergen haben muss. Andernfalls ergebe ihre Behauptung keinen Sinn, so lange Zeit nach Jaidelins Worten gehandelt zu haben. Wir glauben, sie könnten einen neuen Turm erbaut haben. Ein Observatorium, das nicht nur an einem zugänglicheren Ort ist, sondern dem Kontakt zu Heiligen auf Welt weitaus zuverlässiger herzustellen vermag. Entschuldigt bitte die Störung. Es war gerade ein Bote vom Rat der Philosophen hier. Man lässt ausrichten, dass ihr euch ins Forum begeben möchtet. Solltet ihr genaueres über den Exodus erfahren wollen. No. Weißt du, ich habe gerade neue Ausrüstung bekommen, dann lese ich das bei dir und ich möchte schon direkt gleich wieder eine neue Ausrüstung haben. Ja! Oh, Alfinos Gesicht wurde Gesuch wurde angenommen. Gesicht, genau. Dann machen wir uns besser schon auf ins Forum. Endlich haben wir die Gelegenheit, dem Rat die Fragen zu stellen, die uns auf der Zunge brennen. Oh Gott, bin ich müde. Wenn ich bedenke, dass wir noch so 2-3 Stunden machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich direkt nach dem Abendessen ins Bett gehe. Ich bleib heute nicht lange wach. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Gott sei Dank habe ich noch einen Energy. Der rettet mir, glaube ich, heute noch den Tag. Was denn, Luna? Autsch. Oh. Eine Quest mit dem Rätsel, wo die Belohnung was anderes als Hauptquest auf dem Rätsel. Oh, ich will auch. Ich will auch! Die eine Quest.
Luna, sag es doch einfach. Wir wollen es wissen. Oh Gott. Bitte sag, dass ich es selber lese und nicht ich lesen muss. Ich hatte einen Vorschlag an euch. Je nachdem, wie viel uns der Rat gleich zu erzählen gewillt ist, würde ich Ihnen gern ein Angebot unterbreiten. Ein Handel, wenn man so will, der uns einen ordentlichen Schritt voranbringen dürfte. Seid ihr damit einverstanden, mir die Verhandlungen diesbezüglich zu überlassen? Aber klar, du warst es schließlich der, das hier überhaupt erst in die Wege geleitet hat. In dem Fall kann ich die Fragen übernehmen, die wir Ihnen stellen wollen. Dann kannst du dich darauf konzentrieren, dir deine Argumente zurechtzulegen und auf den richtigen Augenblick zu warten. Danke, Krile. Ich bitte um Ruhe im Saal. Die Sondersitzung des Rates ist hiermit eröffnet. Wie bereits besprochen, nehmen wir uns heute dem Anliegen des Bundes der Morgenröte an, unsere Pläne, um den großen Exodus offenzulegen. Bitte, tretet ein. Mega müde. Ich bin einfach nur... Ich bin sofort ein Fan. Pro Action. Das ist der falsche Moment hier. Können wir Streitgespräch anfangen, bitte? Doch bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich euch unseren Dank aussprechen. Ich habe nichts gemacht. Für euer beherztes Eingreifen in Magna Glacies, das sowohl Geflüchtete als auch Landsleute rettete. Ich soll euch zudem vom Magistrat von Razatan ausrichten, dass er euch zutiefst verbunden für eure Hilfe ist. Als Ausdruck unseres Dankes möchte sich der Rat der Philosophen nun eurem Anliegen annehmen. Diese Sondersitzung soll all euren Fragen gelten und wir werden unser Äußerstes tun, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Vielen Dank. So gestattet mir, bei den Grundlagen zu beginnen. Die erklärte Mission des Rates ist es, sowohl Bewohner als auch Wissen auf den Mond zu evakuieren. Fort von diesem Planeten, der alsbald von einer Apokalypse verschlungen wird, richtig? Das ist korrekt. Als Stadt des Wissens arbeitet Chalayan seit geraumer Zeit an diesem Vorhaben. Besagtes Wissen wird aus der ganzen Welt zusammengetragen und sowohl im Labyrinthos als auch im Numenon verwahrt. Es zu bergen ist der erste Schritt. Gleichzeitig werden wir Chalayans Bewohner in Gruppen teilen und sie nacheinander auf den Mond transportieren. Dort sollen sie die Wohn- und Lebensverhältnisse überprüfen und bei Bedarf verbessern. Sobald diese Grundlagen geschaffen sind, werden wir uns der Bevölkerung unserer verbündeten Nationen annehmen und sie nacheinander auf den Mond evakuieren. Razatan stand bereits recht weit oben auf unserer Prioritätenliste. Doch die letzten Tage brachen früher an als erwartet und so wollten wir die Evakuierung Tafners vorziehen. Ein Plan von beachtlichem Ausmaß. Glaubt ihr, alle Bewohner des Gestirns auf diese Art in Sicherheit bringen zu können?
soweit es eben möglich ist. Und was möglich ist, das entscheidet der Rat der Philosophen? Der Exodus auf einen anderen Planeten ist das wohl schwierigste Unterfangen in der Geschichte dieser Welt. Verwenden wir unsere Kräfte darauf, Parteien mit anderen Ansichten und Plänen dennoch aufzunehmen, setzen wir seinen Erfolg aufs Spiel. Vertagen wir die Diskussion über das Für und Wider dieser Angelegenheit. Ich möchte nun auf den aktuellen Stand des Projekts eingehen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass der Schlüssel dieses Plans, nämlich das Transportmittel zum Mond selbst, noch gar nicht fertig ist. Nicht fertig in dem Sinne, dass es nicht mit der erforderlichen Leistung operiert. Das ist korrekt. Das Schiff, an dem wir so lange gearbeitet haben, die Rettung, wie wir sie getauft haben, fertig ist sie sehr wohl. Doch wir haben unterschätzt, wie schnell sich die letzten Tage ausbreiten werden. Momentan erreicht der Antrieb dieses Schiffes nicht die benötigte Geschwindigkeit. Und auch das Zuführen von Energie nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Würden wir nun mit der Evakuierung beginnen, bräuchten wir für einen vollen Hin- und Rückflug viel zu lange. Niemals schaffen wir so genügend Flüge, um alles Leben und Wissen vor dem Untergang zu bewahren. Die Verluste wären immens. Das... Gibt es denn gar nichts, was man tun kann? Der Ätherantrieb, der die Reise zwischen den Sternen erst möglich macht, wird im Moment noch diversen Tests unterzogen. Das Ziel ist es, ihn dahingehend zu verbessern. Gleichzeitig haben wir damit begonnen, die erste Fracht zu laden. Aber auch hierbei muss die Obergrenze noch ausgelotet und angepasst werden. Wie wäre es in diesem Fall mit einem Abkommen zwischen Schalayan und dem Bund der Morgenröte? Wir werden helfen, den Ätherantrieb zu verbessern. Haben wir damit Erfolg, so bitten wir Schalayan um zwei Gegenleistungen. Erstens, eine Unterredung mit Heidelin. Wenn man euer enges Verhältnis zu der Göttin bedenkt, so ist es doch reichlich seltsam, dass Schalayan den Antiturm einfach sich selbst und der Natur überließ. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Man hat einen anderen Weg gefunden, Kontakt zu halten. Zweitens würden wir dem Rat gerne einen Vorschlag unterbreiten, wie die Rettung eingesetzt wird. Und von wem? Einen Vorschlag? Keine Forderung? Nun, wenn jener Vorschlag nicht einmal den Zuspruch von 99 Ratsmitgliedern erhält, ist uns das Beweis genug. Dann ist er unbrauchbar. Wie überaus interessant. Ein bunter Haufen junger Weltenbummler will sich einem Problem stellen, an dem sich selbst die klügsten Köpfe Schalayans die Zähne ausbeißen? Wie wunderbar unerhört. Aber genau das braucht der Wissenschaftler, wenn er in einer Sackgasse steckt. Neue Inspiration und selbstverständlich frischen Wind, um den Muff der alten Theorien zu vertreiben. Ich persönlich setze große Hoffnung auf meine einstigen Schüler und stimme für das Abkommen. Ruhe! Ruhe! Es zählt jede Sekunde. Alle, die
für das vorgeschlagene Abkommen mit dem Bund der Morgenröte sind, mögen bitte die Hand heben. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das ist überrascht. Denken Sie einfach nur so, Scheiße, warum? Ich zähle 71 Stimmen dafür und 28 dagegen. Damit ist es beschlossen. Schalayan nimmt das Angebot an. Ist euch das sicher? Ratsmitglied Fourchenot als Kopf des Exodus. Er hat nicht dafür gestimmt. Untersteht der Bund der Morgenröte eurer Verantwortung. Okay, er denkt sich, Scheiße. Darauf, dass ihr euch nicht durch persönliche Einwände von euren Pflichten abhalten lasst. Er scheint nun nicht mehr für uns gestimmt zu haben. Ihr habt mein Wort. Damit ist die heutige Sondersitzung geschlossen. Eines noch. Die Zeit läuft uns davon. Widmet euch euren Aufgaben und gestattet keinerlei Ablenkungen. Oh. Alter, wie kann ein Mensch so müde sein? Warte mal, ich bin gerade mal am Überlegen, wenn ich das einmal da runternehme. Einmal. Oh Gott. Der Einsteller. Oh Gott. War noch die Chipschale von gestern. Das ist aber mal gucken, wie ich anmache. Lübt. Vielleicht auch einfach ein bisschen zu wenig Zirkulation hier im Raum. Okay. Tut mir leid, dass ich die Forderungen an den Rat gestellt habe, ohne sie vorher mit euch abzusprechen. Ich hoffe, alle waren damit einverstanden. Ohne Heidelins Rat wären wir mit Theons Spur kein Stück näher gekommen. Und ohne Transportmittel ist auch die beste Spur nutzlos. daher hielt ich es für ratsam, uns mit der Rettung gleich einzusichern. Ob sie überhaupt dafür geeignet wäre, ist allerdings fraglich. Das wird keine leichte Aufgabe, aber sie muss gelingen. Lasst uns nicht vergessen, dass die Zukunft unseres Gestürzes davon abhängt. Meine Freunde, ich schlage vor, wir gehen in Erfahrung bringen, wie man einen Ätherantrieb optimiert. Uhu. Krieg schon wieder ein neues Oberteil. Ich werde dem Geheiß des Rates Folge leisten. Dahingehend besteht für euch kein Grund zur Sorge. Bevor ich auf die Einzelheiten eingehen kann, müssen wir uns jedoch ins Labyrinthus begeben. Ich werde vor Ort im Archeon auf euch warten. Sie bauen das Schiff also im Labyrinthus. Am besten, wir verlieren keine Zeit und gehen schnell hinterher. Okay. Bin am
Erbin. Luna am Verzweifeln. Ja, Luna verzweifelt. Unser Ziel befindet sich in den unteren Ebenen des Archeons. Eine Sondergenehmigung zur Nutzung des Aufzugs dorthin sei euch hiermit erteilt. Ich werde die Wächterin Ophelin von eurer Ankunft in Kenntnis setzen. Sprecht mit ihr, um zum Medialzirkel zu fahren. Ich würde gerne endlich die 89 erreichen. Ach ja, ich würde gerne runter. Und darf ich jetzt auch hier endlich nach Windätherquellen so? Nee, noch nicht. Ach, schade. Südost. Warte mal, das will ich aber kurz wissen. Ich muss auf den einen Hügel da auf jeden Fall drauf. Ich hasse Windätherquellen suchen. Pass auf, die ist da oben. Nee. Doch. Hey, da. Schön, danke für die Hilfe. Ob ich ihm einfach mal folge? Ich tue nur so, als wenn ich dich verfolge. In Wirklichkeit suche ich selber nach den Vendetta-Quellen. Hey. Ochi, aua. Ochi, aua.
Jetzt labert er mich plötzlich mit Südwest zu. Okay, Südwest, das heißt, es wird da unten sein. Da? Nee. Das ist doch eher hier. Da! Puh. Weiter Richtung Westen. Okay, Südwest ist es dann definitiv unten. Oder halt hier, aber es wird zu weit weg. Naja. Wie viel haben wir? Oh, 4 Stück. 6 müssen wir so noch finden. Ja. Ich habe die anderen Balls vorausgeschickt. Von hier aus führt der Weg weiter bis ins Logistikon Alpha, südlich von Muriels Agrarbotanik. Daria, ich... Lol. Weißt du, am Lesen und dann taucht plötzlich dieser dreiköpfige Hund da auf. Naja, okay, gut. Ja, ich bin ein Hund mit 3 Köpfen. Ja, genau. So in der Art, so in der Art. Nein, nicht weiter wichtig. Besser wir beeilen uns, zu dem die anderen aufzuschließen. Ich bin ein Wauziwau. Bin ein Wauziwau. Bin ein Wauziwau. Ich bin ein Wauziwau. Kann ich auch gleich die eine Wünge-Quest fertig machen da. Oh Gott, das ist eklig. Luna ist wieder am Verzweifeln. Thank you.